Armes Deutschland. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Trotzdem steigt das Armutsrisiko. Viele arbeiten Vollzeit und haben trotzdem kaum genug zum Leben. Andere verlassen sich lieber voll und ganz auf den Staat. Wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, Hartz IV oder arbeiten, dann würde ich eher Hartz IV nehmen, weil das ist einfacher und ja, machst dir nichts kaputt. Jung, geh arbeiten, auch wenn du wenig verdienst, mach was für dein Selbstvertrauen, für dein Selbstwertgefühl. Manche haben gleich mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Ich will kein Hartz IV, weil ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Ich schäme mich jetzt auch nicht dafür, dass ich das nehme oder dass er das jetzt nimmt oder dass wir jetzt vielleicht abgestempelt werden als asozial oder so. Von mir aus, mir egal. Lohnt sich Arbeit in Deutschland? Arbeit in Deutschland lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Arbeiten lohnt sich auf jeden Fall. Frankfurt am Main. Mit einem mittleren Monatseinkommen von knapp 4.200 Euro eine der wohlhabendsten Städte Deutschlands. Doch nicht alle Bürger der Stadt stehen finanziell so gut da. Ich bin Christian. Ich bin Nathalie und bin im fünften Monat schwanger. Einen Job haben die beiden nicht. Und daran soll sich so schnell auch nichts ändern. Ich bekomme 416 Euro Hartz IV. Wenn das Amt eh alles zahlt, dann müssen wir auch nicht arbeiten gehen. Christian hat seine Maurerlehre abgebrochen und seitdem nicht mehr gearbeitet. Wegen ihrer Schwangerschaft hat auch Nathalie ihre Ausbildung abgebrochen. Die beiden wollen demnächst heiraten und ziehen gerade um. Bald werden sie hier zu dritt sein. Ja, wir ziehen in unsere gemeinsame erste Wohnung jetzt ein und ja, bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat und jetzt tun wir die Sachen erstmal alles einräumen, erstmal reinbringen, dass es von der Straße hier weg ist. Wir haben bis vor kurzem noch bei der Mutter von meiner Freundin gewohnt, zur Miete, ja, und das war auch nur ein kleines Zimmer, das war nur zum Schlafen, ansonsten ciao. Jetzt stehen ihnen 50 Quadratmeter zur Verfügung. Die Warmmiete von 421 Euro übernimmt das Amt. Die Möbel, für die haben wir jetzt nichts bezahlt, die sind noch vom Vormieter. Die Miete wird von dem Jobcenter komplett übernommen. Kostenlos wohnen. Ja. Dem Paar fehlt noch einiges für ihren gemeinsamen Haushalt. Doch auch hier hilft Vater Staat. Wir bekommen von Jobcenter 2.300 Euro, um die Wohnung hier einzurichten. Es war nicht schwer, beim Amt hinzugehen und es zu beantragen. Es ist viel einfacher als zu arbeiten, meine Meinung. Viele Menschen müssen lange für ihre Wohnungseinrichtung arbeiten. Nathalie und Christian bekommen sie bezahlt und sind trotzdem unzufrieden. Also schön einrichten, wie man es will, ist nicht drin. Ja, deswegen. Weil wenn wir das so wollen, dann müsste hier Marmorboden sein. Ich stehe eher auf luxuriöse Dinge. Und wenn ich jetzt auch das Geld locker hätte, wären die Türen auch aus Gold und nicht aus Holz. Ja. Die Ansprüche sind hoch, die Arbeitsmoral eher gering. Könntet dafür ja auch arbeiten gehen, dann könntet ihr euch vielleicht auch mehr leisten. Wie lange will man dann da arbeiten? Mindestens 2-3 Monate, würde ich schon mal sagen. Was? Muss man arbeiten gehen für das Geld, was wir jetzt bekommen haben. Boah. Ja. Schon. Ja. Damit du es ausgeben kannst, ja. Eigentlich ist es wenig, für eine Wohnung einzurichten. Auch wenn sie selbst nichts beitragen, wollen Christian und Nathalie für sich und ihren Sohn nur das Beste. Ja, hier werden wir dann eine kleine Kinder Babyecke einrichten, dass das Kind dann auch erstmal, bis wir eine größere Wohnung haben, eine Spielecke auch für sich so hat. Ich bin jetzt im fünften Monat. Das Kind war geplant. Wir freuen uns auch drauf. Und ich denke, ich bin eine sehr gute Mutter. Ihr Lebenswandel sagt jedoch etwas anderes. Außerdem ist Nathalie nicht zum ersten Mal schwanger. Wir hätten ja schon ein Kind gehabt, das von ihm war. Nur der Christian war ja dann halt im Gefängnis gewesen. Und ich wollte das dann nicht alleine machen. Also ich wollte dann, dass mein Mann gerne dabei ist. Ich habe das Kind dann abgetrieben war gehabt. War unsere gemeinsame Entscheidung. Ja. Christians Start ins Erwachsenenleben war aufgrund mehrerer Delikte eher holprig. Also ich habe insgesamt 2 Jahre wegen Betrug und Betäubungsmittel Gesetzes, weil ich das verstoßen habe mit Handel und halt Körperverletzungen, habe ich halt 2 Jahre abgesessen. Ich werde jetzt 23.
Viel Hilfe beim Umzug haben Christian und Nathalie nicht. Einzig Christians Kumpel Emre unterstützt das Paar. Das ist mein bester Freund. Also wir kennen uns schon seit knapp 11 Jahren jetzt. Ich stehe ihm und er steht mir bei, so, ja. Ist die einzige Hilfe, die du jetzt beim Umzug kriegst? Ja, leider ja. Der andere Freund, der hat jetzt abgesagt, weil er jetzt auf Arbeit musste. Traurig, aber wahr. Christian kann sich überhaupt nicht vorstellen, seinen Lebensunterhalt mit Arbeit zu verdienen. Wie läuft es eigentlich bei dir in deiner Arbeit? Also einigermaßen sehr gut. Ich bin halt regelmäßig da und ja, kriege auch meinen Lohn gut ausbezahlt. Ich arbeite momentan Teilzeit und verdiene 500 Euro im Monat. Also ich sag dir ehrlich, für 500 Euro, nur weil ich 80 Euro mehr habe, ne. Für 80 Euro mache ich mich doch kaputt. Niemals. Warum? Bis jetzt mache ich alles richtig. Brauche ich mich auch nicht schlecht fühlen oder so. Nein. Emre sieht die Sache allerdings ein bisschen anders. Schließlich gehört er zu den Zahlern der Sozialabgaben. Ich zahle halt 100 Euro Steuer. Und ja, da finanziere ich dich mit. Hast du da kein schlechtes Gewissen, dass andere Leute für dich arbeiten gehen? Ist dir das egal? Weil du sagst, nö, die gehen ja nicht für mich arbeiten, die wollen ja arbeiten, weil die es ja wollen, nicht, weil ich das denen sage oder weil ich sage, die müssen mir irgendwie mal Hartz IV finanzieren. Wow, wenn jetzt jeder in Deutschland nicht mehr arbeiten würde, ja, dann würde es trotzdem Hartz IV geben. Woher denn? Ja, gibt ja noch genug andere Steuergelder so. Aber du weißt schon, dass das deutsche Sozialsystem nicht funktionieren würde, wenn Leute nicht arbeiten gehen würden. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir da mal darüber manchmal keine Gedanken so. Ah, die Pizza ist endlich da, jawohl. Umziehen macht hungrig. Da gibt Christian auch schon mal 25 Euro für eine Mahlzeit aus. Ja, wir haben jetzt extra wegen dem Umzug, weil ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, haben wir jetzt Pizza bestellt. Wie sieht es bei euch finanziell so aus im Moment? Ach, das ist das letzte Geld, was wir jetzt nur noch für den Monat haben. Hartz IV bedeutet für Christian und Nathalie aber nicht Konsumverzicht. Es geht halt drauf für Shopping. Ich gebe im monatlich für Klamotten zwischen 150, manchmal sogar 200 Euro für Klamotten aus. Dann wollen wir vielleicht mal was essen gehen. Dann bestellt ihr Pizza, wenn es eben knapp ist. Ja, ich habe Hunger. Aber dafür, dass man nicht arbeitet, ist Hartz IV ja schon Geld. Ja. Geld, was zurückkommt, ist doch geil. Das Geld, was wir da jetzt kriegen, wo ich nichts machen muss, warum soll ich das dann nicht annehmen? Ja. Also wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, Hartz IV oder arbeiten, dann würde ich eher Hartz IV nehmen, weil das ist einfacher und ja, machst dir nichts kaputt. Goch, eine Stadt mit 34.000 Einwohnern direkt an der niederländischen Grenze. Hier leben der alleinerziehende Vater Udo und sein Sohn Miguel. Udo rackert viel und verdient wenig. Hallo, ich bin der Udo. Ich verdiene als Altenpflegerhelfer nur 1045 Euro im Monat. Und ich möchte meinem Sohn vorleben, dass Arbeiten wichtig ist und Hartz IV kein Beruf. Mit seinem Geld muss Udo für sich und seinen Sohn extrem haushalten. Ich bin ein alleinerziehender Papa. Mein Sohn muss sehr oft auf etwas verzichten und ich möchte ihm jetzt einen großen Traum erfüllen. Der gelernte technische Zeichner war lange arbeitslos. Doch jetzt hat Udo seine Berufung gefunden. Ich arbeite in einem Altenheim. Ich freue mich tierisch auf meine Bewohner, weil Pflegekraft ist der Beruf. Wenn es den nicht geben würde, müsste ich den erfinden. Also arbeiten lohnt sich. Arbeiten lohnt sich auf jeden Fall. Moin. Zu den Heimbewohnern hat Udo ein sehr herzliches Verhältnis. Morgen, Hanna. Wollen wir eben Blutdruck messen? Jo. Nach mehreren Jahren ohne Job ließ Udo sich umschulen. Ich habe auch mal Hartz IV bezogen. Man kann arbeitslos werden, man kann auch lange arbeitslos sein. Wenn man aus gesundheitlichen Gründen das und jenes nicht machen kann, was man gerne machen möchte, kann ich alles verstehen. Aber Leute, die sagen, ich mache das, weil ich nichts tun will, die kann ich nicht verstehen. Altenpflege ist Udos Traumberuf, trotz Schichtdienst und schlechter Bezahlung. Denn hier wird er gebraucht. Der Pflegeberuf ist ein sehr harter Job. Der Beruf müsste eigentlich viel besser bezahlt werden.
Aber ich möchte mir Geld zeigen, dass es wichtig ist, dass man arbeitet. Und zweitens, weil ich was tun wollte, weil ich meinem Sohn zeigen wollte, jung, geh arbeiten, auch wenn du wenig verdienst, mach was für dein Selbstvertrauen, für dein Selbstwertgefühl. Udo arbeitet 30 Stunden die Woche. Sein Sohn Miguel ist deshalb nach der Schule oft auf sich gestellt. Mein Vater arbeitet viel und ich muss halt immer mit der Bahn fahren. Deswegen kann er mich halt nicht so oft abholen, auch weil er viel arbeitet. Miguel musste früher als viele andere lernen, selbstständig zu sein. Die anderen Kinder werden oft von der Mutter abgeholt und ich halt nicht. Der Elfjährige hat es nicht anders kennengelernt. Ich vermisse meine Mutter nicht, weil ich die nicht kenne. Denn Miguels Mutter hat die Familie kurz nach seiner Geburt verlassen. Ich spreche nicht oft mit meinem Vater über meine Mutter, weil ich mich nicht für sie interessiere und so. Umso enger ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Die beiden verbindet ein ganz besonderes Band. Ich bin alleinerziehender Papa geworden, weil die Mutter des Kindes das Kind nicht wollte. Miguel war 2 Stunden alt, als wir uns getrennt haben. Nach 2 Stunden? Ja. Das war noch am Tag der Geburt. Sie hatte sich anderweitig orientiert, hat einen neuen Partner gehabt und da störte der Junge nur. Ich fand es traurig, dass sie ein Kind alleine lässt. Aber das ist ja bei mir, ist Gott sei Dank nicht alleine, aber dass eine Mutter ein Kind nicht will, das kann ich nicht nachvollziehen. Udo tut alles für seinen Sohn. Doch bei einem Problem kann er kaum helfen. Denn in der Schule wird Miguel regelmäßig gemobbt. In der Schule war es nicht gut, die anderen Kinder haben mich geärgert. Kommt das öfter vor? Es kommt sehr oft vor, dass ich in der Schule geärgert werde. Die anderen Kinder schubsen mich, treten mich und so und nehmen mir auch meine Sachen weg. Die Situation in der Schule belastet Miguel schwer. Für mich ist das nicht gut. Und das macht mich auch sehr oft traurig. Seine Sorgen hat Miguel in einem Bild verarbeitet. Ich habe das Bild auch heute gemalt. Das Bild soll zeigen, wie man sich fühlt und so, mit den Gefühlen. Das ist ein Geist, der die ganze Zeit ärgert und so. Das ist einer, der die ganze Zeit zuguckt und so. Und das ist der geärgert wird. Ich bin der Geist, weil ich mich genauso fühle. Und die anderen sind halt hier entweder die mich ärgern oder die das halt sehen und nichts machen. Miguels Probleme machen auch seinem Vater zu schaffen. Miguel leidet sehr unter seinem Gewicht. Er macht gern Sport, Fußball, aber weil er halt so kräftig ist, wird er halt nicht ernst genommen. Und er kann auch nicht so schnell laufen und ja, er leidet sehr. Im Sportunterricht meckern mich alle an, weil ich nicht rennen kann, weil ich auch nicht so viel Ausdauer habe wie die anderen. Das macht mich traurig, weil ich halt Medikamente nehmen muss und dass sie mich dann ärgern. Miguel hat eine chronische Krankheit, die heißt AGS mit Salzverlust. Und dadurch bekommt er Cortison oral zugeführt. Dadurch ist er ein etwas kräftigeres Kind. Und da wurde er in der Schule gehänselt. Und durch dieses Hänseln hat er sich ein Frustfressen angeeignet und wurde dadurch immer kräftiger, bis hin zur Adipositas. Ein Teufelskreis, den Miguel alleine nicht durchbrechen kann. Um seinem Sohn zu helfen, möchte Udo für ihn Rückhalt und Vorbild zugleich sein. Ich möchte Miguel zeigen, dass es wichtig ist, dass man arbeitet. Und zweitens die Gesichter, das Strahlen der Augen von den Bewohnern. Das ist eigentlich mehr wert wie die 1.000 Euro, die man kriegt. Allein dafür stehe ich morgens auf. Hallo, der Udo hier. Udo ist für die Heimbewohner ein wichtiger Bezugspunkt. Und wenn sie einen anlachen, anstrahlen, das ist Dank genug. Die Bewohner sind dir sehr wichtig. Ja. Die Bewohner sind mir sehr wichtig, ja. Oh, Entschuldigung. Da kommen dir die Tränen. Ja, weil wenn ich alt bin, möchte ich auch einen Pfleger oder eine Schwester haben, die so ist wie ich. Die mit Herzblut dabei ist.